Samstag, der 19. November 2022. Wir sind bei Fähige und Wels und hier stehen sage und schreibe 11 Boxstar, die vor 2 Tagen gekommen sind. Leider ein bisschen eingeschneit und hier sind 2 Menschen. Ich grüße dich ganz herzlich. Du kümmerst dich insbesondere um den Service von solchen Fahrzeugen. Ja, das stimmt. Du bist ja? Sascha Mosel. Ja, Sascha, ja, wir werden gleich mal, da vorne steht ja unser, ich sag mal, Morello, da habt ihr 2 Sachen eingebaut, Klimaanlage und Solar. Das stimmt. Das geht. Und die Fahrzeuge hier sind schon recht gut ausgestattet, die kann man aber nachrüsten mit allem, was das Herz begehrt, oder? Alles, was das Herz begehrt. Hubstützenanlage, hat man das beim 45er oder eher nicht? Oder? Eher nicht. Eher nicht, ja. Dann vielen Dank erstmal, Sascha. Sehr gerne. Du bist hier Verkaufsleiter. Ja, ich bin der Uwe, hi. Hi, grüß dich Uwe. Und das ist ja mal ganz schön anzusehen. Ich habe dem Matthias gesagt, stell die mal alle nebeneinander in einer Reihe. Wir haben sie in Grau und in Weiß. Das ist so der 45er, ein sehr kompaktes Auto. Genau, sehr kompakt mit 5,40 Meter Länge, haben wir mit mehreren Varianten, mit Aufstelldach, ohne Aufstelldach, in Grau und Weiß, mit Raumbad, mit Festbad. Ja, gut ausgestattet. Ihr habt irre lang drauf gewartet. Ja, da haben wir unheimlich lange drauf gewartet. Durch die Krise, die es momentan gibt. Und jetzt ist der ganze Schwung da und suchen jetzt ein neues Zuhause. Das ist so, ja. Sie kamen jetzt alle auf einmal. Da ist noch keiner von verkauft. Aber wir haben ja das letzte Morello-Video gemacht mit den 10 Home. Ja. Das lief ganz gut, oder? Das kann man so sagen. Das lief ganz gut, ja. So, Boxstar bedeutet Knaus. Die sind made in Germany? Made in Germany, ja. Ist so. So, wir können auch gleich mal reinkommen. Wir haben eben mal alle angemacht, die waren nämlich komplett zugeeist. Und wie man das Ganze sieht, ist die Ausstattung richtig schön. Alles ist ein bisschen teurer geworden, muss man sagen. Aber die Qualität von Knaus hat sich auch geändert. Also als ich letztes Mal reingeschaut habe, Knaus hatte ich immer so ein bisschen so als, ich sag mal, Mittelfeld. Mittlerweile denke ich, es ist schon fast Premium, oder? Ja, Premium noch nicht ganz, aber es ist schon auf einem guten Weg. Die Haptik, alles ist schon genial bei den Fahrzeugen. Viele verwenden ja die 45er als Alltagsfahrzeuge. Ja, da ist ja gerade so das Thema Klappern im Alltag. Ich habe eben die Motoren gestartet. Ich musste bei einem Motor, weil die alle liefen, erstmal hören, ob der überhaupt noch läuft. Ja, das heißt, die sind sehr leise geworden innen. Die Motoren sind sehr leise geworden. Das sind ja jetzt die 2,2 Liter Motoren. Von der Isolierung haben sie noch mal ein Stück draufgepackt, dass die geräuscharmer werden und alles. Der Möbelbau ist präzise verarbeitet, sprich kein Klappern und nichts mehr. Dafür, dass alle handgemacht sind, ist es sehr, sehr gut verarbeitet. Das ist ja so, ich sag mal, die Qualität normalerweise im Automobilbereich könnte man sowas gar nicht verkaufen, denn wir haben ja ein Haus auf Rädern. So ein Fahrzeug besteht ja nicht nur aus dem Basisfahrzeug, sondern da ist ein Kühlschrank drin, da ist eine Heizung drin, da sind Möbel drin, da ist alles drin, ein Haus auf Rädern. Genau. So, da kann immer mal was sein, das ist so. Also genau. Kein Reisemobil ist davon ausgenommen. Und dann kommt natürlich die Werkstatt ins Spiel. Euch gibt es schon sehr lange. Ihr habt eine riesen Werkstatt. Wir haben eine unheimlich große Werkstatt, können alles abdecken. Nachrüstungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten. Wir haben eine eigene Tischlerei. Wenn jetzt jemand sagte, der möchte seinen Möbelbau etwas geändert haben, Schrankeinteilung ändern möchten. Hunde. Hundeausbau können wir alles machen. Also alles, was das Herz begehrt, wie Sascha vorhin schon sagte, können wir nach Kundenwünschen umgestalten. Ne? So, Head-Up-Display ist mit dabei. Alle haben eine Markise, habe ich schon gesehen. Genau. 60 Jahre Knaus ist natürlich ein tolles Sondermodell. Die kommen schon mit sehr viel Ausstattung. Die kommen schon, ich sag mal, startfertig. Alles, was der Camper braucht, ist im Fahrzeug drin. Markise, Trittstufe, Radio, Navi, Rückfahrkamera. Die Seitzrahmenfenster, diese flächenbündigen. Die sind sehr schick, ja. Die bauen nicht auf. Das ist natürlich für die Optik, die anderen funktionieren auch. Aber das ist nochmal, die werden nochmal ein Stück leiser. Die werden ein Stück leiser und es ist halt auch schön einbruchssicherer. Von der Isolierstufe sind sie stärker. Ist was Perfektes. Ich guck mal gerade, 67.390 Euro. Da ist es, der Peugeot. Sehr toller Motor. Du kriegst damit europaweit Service. Das heißt also, du kannst dann, ich sag mal, in jede Peugeot-Werkstatt gehen, egal wo du bist. Genau, das passt. Wenn ich das jetzt sehe, komme zum Beispiel aus Bayern, wir sind ja hier in Niedersachsen, glaube ich, ja. Ja. Kann ich da beim Knaushändler den Service machen? Also wenn irgendwas Kleines dran sein sollte. Oder muss ich jedes Mal zu euch kommen? Nein, muss nicht jedes Mal zu uns kommen. Bist natürlich jedes Mal wieder herzlich eingeladen, so wie unsere anderen Kunden auch alle. Wir kümmern uns um alles. Es
egal ob es Fiat seitens ist, ob es Knaus seitens ist, wir machen rundum Sorglospaket, wir kümmern uns um alles. Ne? So, ich zeig's mal. Also Leichtmetallfelgen sind mit dabei. Genau. Dann, das hier ist die Farbe Grau, es gibt graue und weiße. Genau. Die Dekor ist auch sehr, sehr schick. Beklebung. Da auf der Seite ist der Wassertank. Üblicherweise 100 Liter hat sowas. Genau. So, dass wir das mal sehen. Und wenn du mal gerade so lieb bist und den mal gerade öffnest, bitte. Den mal schauen. Wir haben alle versucht zu enteisen. Da ist jetzt ein Querbett mit drin. Das Besondere bei dem Querbett ist, merkst du, es ist schon warm drin so ein bisschen. Etwas wärmer ist es, genau. So, dass es da ist. Das ist jetzt nichts, wenn du 2,10 Meter groß bist. Du sagst aber 1,85 Meter kein Thema. Geht. Ja, 1,90 Meter geht auch noch, weil es liegt eigentlich keiner wirklich komplett auf dem Rücken, kerzengerade mit Kopf und Füßen. Ne? Man liegt immer irgendwie auf der Seite, etwas diagonal. Das passt eigentlich immer. 5,40 Meter bedeutet im Vergleich zum 6 Meter deutlich handlicher. Du kannst in viel mehr, ich sag mal, Situationen das Fahrzeug nutzen und auch viel mehr im Alltag. Oder? Genau, er ist halt wirklich PKW-mäßig von der Größe. Egal, ob ich irgendwo in der Innenstadt bin, zum Einkaufen, zum Parken, von den Abmessungen. Ist er PKW-mäßig und die Höhe kommt da ja nicht zum Tragen dann. Ne? Ja, weil die 6 Meter kosten nicht viel mehr, muss man sagen. Genau. Viele sagen dann, ah, dann nehme ich ja doch ein 6 Meter, habe Längsbetten mit drin. Aber wenn man Städtetouren plant, genau, zählt jeder Zentimeter. Da zählt jeder Zentimeter. Sind in Anführungsstrichen nicht viel, dieser halbe Meter, der dazukommt. Aber er kommt den Wendekreis zugute beim 5,40 Meter. Ich komme besser um die Ecken beim Einparken, alles. Ne? Ja, auch einen Parkplatz zu finden. Also 5,40 Meter ist ein, ich sag mal, ein T6 lang, glaube ich. Der ist 5,40 Meter. Dann auch von der Höhe, die sind nicht zu hoch. Bedeutet auch, ich kann damit schnell fahren. Das heißt also, ich sag mal, 140, ohne dass der Tank morgen leer ist. Oder? Genau, 140 kann man sehr, sehr bequem fahren. Ist noch handlich alles, aber die Reisegeschwindigkeit bei so einem Fahrzeug ist schon bei 120. Okay. Und da komme ich überall mit hin und dadurch ist der Wagen dann halt auch nicht so durstig. Ne? Ja, es ist ja oft so, ich fahre ja mit meinem großen Fahrzeug dann meistens 80, 90, also ich fahre hinter den LKWs hinterher, hat Spritgründe. Also ich könnte auch 110 fahren, dann säuft er 17 Liter. Hier, ich bin eingefahren tatsächlich mit 9 Litern. Das geht, ja, wenn du 90 geht. Fährst. Ja. Das geht. Ja. Wir merken es durch unsere Mietwagenflotte, da haben wir die Kastenwagen ja auch drin. Und wenn ich dann nochmal mit den Kunden spreche, was sie so gebraucht haben, die sagten dafür, dass das ein ganz fremdes Fahrzeug für mich war, habe ich den wirklich mit 10 Liter gefahren. Mach mal bitte hoch, dass wir mal gerade unter das Bett gucken. Denn Knaus hat sich bemüht, wirklich alles so modular wie möglich zu machen, dass ich das Fahrzeug mit ganz wenigen Handgriffen umbauen kann, dass ich meine teuren E-Bikes zum Beispiel im Innenraum auch transportieren kann. Das ist, glaube ich, genau, ein ganz wichtiger Faktor. Viele Leute haben ja dann Rennräder, haben Mountainbikes, möchten die nicht gerne draußen haben während der Fahrt. Und dann kannst du das hier einzeln rausnehmen. Das ist sehr leicht, unglaublich leicht. Diese Elemente können wir dann einzeln rausnehmen. Ja. Dadurch haben wir dann den großen Durchgang. Die Bretter vorne sind vorne rausnehmbar, dass wir noch lang durchladen könnten. Ja, ich bin großer Fan von Falträdern. Also ich habe so zwei kleine Falträder, die würden hier reinpassen, ohne dass man irgendwas umbauen müsste, oder? Genau, das gibt es ja. So, hier ist Gas. Ich zeig mal gerade zwei Gasflaschen. Sag mal, das LPG-Gas in den Gasflaschen, ist das auch viel teurer geworden eigentlich? Es ist teurer geworden, aber es ist schon wieder auf dem Rückgang, dass die Flaschen wieder harmonische Preise haben. 2 x 11 Kilo. Das Fahrzeug ist absolut wintertauglich, oder? Absolut wintertauglich, da wir bei diesem Fahrzeug einen beheizten Abwassertank auch zum Beispiel haben. Wasser, Frischwassertank innenliegend, haben wir überhaupt kein Problem mit Frost. So, jetzt gucke ich mal gerade rein. Duo-Control ist schon eingebaut. Das ist natürlich ganz klasse. Was ist Duo-Control? Duo-Control ist halt die automatische Umschaltung. Wenn ich die erste Flasche leer habe, springt er automatisch auf die zweite um. So, dass nachts zum Beispiel oder bei Starkregen, wo es am meisten dann kommt, nicht unbedingt raus muss zum Flaschen umklemmen. Ne? Ach, Starkregen heißt, du musst umklemmen und wirst nass? Genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Was da ist, der Liegekomfort auf den Matratzen, ist der gut eigentlich? Ja, dadurch, dass wir den Rücken und den Kopfteil wirklich durch das Lattenrost gefedert haben, ist es ein guter Liegekomfort. Ne? Das ist wichtig. Hier vorne am Kopfteil hat man natürlich kein Fenster, würde gar keinen Sinn machen, wird es dauernd gegen das Fenster stoßen. Jetzt eine Kältebrücke. Isolierung oder Dämmung, das ist ein ganz mega Thema bei Knaus. Das heißt, da hat sich so viel geändert. Fahrzeuge sind leiser geworden, aber auch die Dämmung, Isolierung ist sensationell. Wir haben bei den Knaus-Fahrzeugen halt alles gedämmt. Wenn der Kasten angeliefert wird, ist egal, welchen Hohlraum wir haben, der wird seitens Knaus nochmal wieder gedämmt, so dass wir keine Kältebrücken haben und nichts. Ne?
auch das Thema, ich sag mal, Formteile, die hier mit dabei sind. Jetzt haben wir ja hier das am meisten verkaufteste Nutzfahrzeug überhaupt. Ja, es ist ja baugleich mit Fiat Ducato. Genau. Von der Form her. Es gibt den auch als Opel mittlerweile. Es gibt also aus dem PSA-Konzern da unglaublich viel. Aber es gibt Riesenunterschiede von den Einbauteilen. Das fängt an mit dieser Dusche, die so sensationell ist, dass du gar nicht merkst, du hast einen 45er, hast eine große Dusche. Genau, bei diesem ist es jetzt so, dass wir die Raumdusche haben, sprich wir stehen in der Mitte vom Gang, können die beiden Halbmonde zudrehen und dann haben wir ein großes Bad, wo wir dann noch vernünftig stehen können und duschen können. Ja, was ich sensationell finde ist, das können wir gleich mal innen zeigen, wenn du das zumachst, dann hast du schon den Blickwinkel von vorne nach hinten geschlossen, genau. Kannst vorne offen lassen, was ganz wichtig ist, wenn du in der Stadt stehst, dass du nicht erkennbar bist, da ist im Moment gerade jemand drin und kannst dich hinten reinlegen. Genau, das stimmt. So. Ich kann den Blick dicht schließen. Ne? So, die, ich sag mal, die ganzen Kleinigkeiten sind es jetzt hier. Das fängt an mit einem Bussystem beim Lichtsystem. Das heißt, du kannst von vorne und hinten das ganze Licht steuern. Genau, du kannst überall vom Auto alle Lichter schalten. Wir haben hier zusätzlich im Kopfteil nochmal die Schwanenhalsleuchten, wo wir auch gleichzeitig die USB-Steckdosen drin haben. Weil es abends der Meister dann vorkommt, Handy laden über Nacht, hat man ja mittlerweile bei sich. Mhm. Das geht über die Schnittstellen sehr, sehr gut. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte gern da zum Beispiel eine 12-Volt-Steckdose, dass ich USB-C anschließen kann, die Werkstatt kann das einbauen, ne? Ja, das, was der Kunde möchte, ob USB-C, USB, 12-Volt-Dose, ist alles kein Problem. So, Thema Stromversorgung, Lithium, also das ist eine Geschichte, die kann überall nachgerüstet werden mittlerweile. Die Preise für die Lithium-Batterien fallen und Lithium-Eisenphosphat, viele hatten da Angst, da kann was explodieren. Die neue Technik kann nicht mehr explodieren, ja? Nein. Kann ich, will ich nicht sagen, aber es ist herausgenommen, dieser Passus, es ist unvorstellbar, wenn die explodieren sollte. Ja, das ist so, denn ich sag mal, die normalen Lithiumzellen, die man kennt aus den Handys, die bringen den Sauerstoff mit. Das ist bei Lithium-Eisenphosphat nicht der Fall. Und viele gehen auf Lithium mittlerweile, das ist Strom wie zu Hause, oder? Das ist so, das ist so. 230 Volt auf Wunsch ist nachrüstbar, ohne viel Aufwand. Oder? Ja, wir können natürlich einen Wechselrichter nachrüsten, das ist kein Problem. Wir müssen dementsprechend natürlich Lithium-Batterien haben, dass wir auch genug Versorgung dafür haben. Ne? Alles sonst läuft auf 12 Volt. Das bedeutet also, wenn das Fahrzeug steht, dann sind alle Lampen, der Kühlschrank, alles wird mit 12 Volt betrieben. Alles wird auf 12 Volt bedient. Kühlschrank, was du gerade schon sagtest. So, die Markise ist natürlich nicht elektrisch. Genau. 5,40 Meter. Das wäre schlecht. So, da ist die Kurbel. Komm, wir machen mal zu. Wenn du das Bett nochmal baust, bitte. So, das waren jetzt Sekunden. Ich sehe, du hast es schon mal gemacht. Du bist jetzt gar nicht der Spezialist für Kastenwagen. Das macht der Leo gerne. Leo ist unser Kastenwagen-Spezialist, ja. Aber der ist jetzt gerade im Kundengespräch und möchte so ein Ding an den Mann bringen, damit wir den ersten schon mal los sind. Ne? So, da ist es drin. Also insgesamt 14 Stück sind im ersten schon gekommen. 11 stehen hier. Das ist die Stütze, die drin ist. Und ich zeige es mal gerade. Die sind bei euch im Zustand ganz interessant immer angeschlossen. Das heißt, die haben immer Licht, die funktionieren. Ihr guckt, dass auch alles immer korrekt ist. Dafür sind aber die Fahrzeuge verschlossen. Das heißt, der Kunde kommt nicht auf den Hof und alle Fahrzeuge sind offen. Ja, das hat halt mehrere Gründe. Uns liegt vor allen Dingen am Herzen, der Kunde soll einfach nicht so das Auto angucken, sondern wir wollen ihn auch beraten und begeistern für dieses Fahrzeug. Wenn der Kunde jetzt nur alleine schaut, der sieht das, sieht aber teilweise gar nicht unbedingt die Vorzüge von dem Fahrzeug. Deswegen gehen wir gerne mit dem Kunden raus, zeigen das Fahrzeug. Wenn der Kunde natürlich sagt, ich möchte gerne alleine schauen, kann er das gerne machen. Deswegen schließen wir es halt auch mit ab, ne? Ja, eine Besonderheit hier ist der Sitz. Der ist nicht nur ergonomisch geformt, sondern du kannst die Sitze auseinanderziehen. Genau. Wenn du mir das mal kurz zeigst. Das ist so, bringt so viel mehr Komfort. So, das heißt einfach ziehen. Genau. Das sind nur ein paar Zentimeter. Das ist genau dieses Sitzstück, was wir dazwischen stecken können. Ja. Um etwas mehr Platz zu bekommen, wenn wir mit zwei Leuten mitfahren, ne? Oder abends sitzen möchten. Oder Kinder, ich sag mal, die sich nicht so mögen, genau. Soll es ja geben, dass genau. Zum Beispiel die Mami neben dem Sohn sitzt und die Tochter ist vorne. Genau. Wenn sie groß genug ist. Das ist so und da siehst du, das Ganze kannst du dann einfach wieder zurückziehen. Genau, und wir können auch noch die Rückenlehne einstellen. Zeig das bitte nochmal. Wir können das hier etwas anheben, ja. Können nach hinten in mehrere Positionen, dass wir den Winkel verändern. Mhm. Wenn ich jetzt gerade während der Fahrt gerade sitzen möchte, habe ich so, wenn ich bequem sitzen möchte, rastet der hier unten wieder ein. Dann habe ich halt etwas anderes Formstück im Rücken. Ne? Das ist natürlich auch toll, wenn ich einen Kindersitz habe, möchte den zurücklegen. Ja. Dann Isofix sind drauf hier. Ja, sind so, drin. Zweimal Isofix. Den Tisch, den kann ich komplett aushängen, wenn ich das möchte. Genau, den kann ich komplett aushängen. Der ist nur in einer Schiene gelagert. So,
nehme ich doch mal die schöne Deko an der Seite. Hat euer Team schön gemacht. Genau. Und dann kann ich einfach den Tisch... Ach, der hat gar kein Bein? Nein. Das wäre stark. Und der bricht nicht ab direkt? Nein, das wird über dieses Dreieck gehalten, über das Kunststoffdreieck. Okay. Als es vorgestellt wurde, habe ich auch so meine Bedenken gehabt. Aber nach 2 Jahren im Mietwageneinsatz noch nicht einen einzigen davon kaputt gehabt. Ihr habt die tatsächlich in der Vermietung. Ja. Und ich glaube, das ist ganz harter Tobak für Fahrzeuge, die nicht so toll sind. Ja, ja. Die fallen dann direkt auf, oder? Das ist halt ein Echttest, ne? Was heißt Vermietung? Bedeutet, die Leute haben teilweise so ein Fahrzeug noch nie gehabt, noch nie ein Wohnmobil. Sie sind absolute, teilweise Neulinge, die noch nie campen gewesen sind. Können dadurch natürlich auch die Fahrzeuge testen, ob es das Richtige ist. Sind danach begeistert von der Größe. Haben teilweise Vorstellungen gehabt, die das Fahrzeug wirklich übertroffen hat. Ne? Sei mal so nett und setz dich doch mal auf den Fahrersitz. Ich saß eben schon drauf. Ja. Es gibt eine sehr unangenehme Erkenntnis, die ich gewonnen hatte. Wenn du nämlich die Handbremse anziehst, ja. Mach mal, ist sie angezogen? Ist angezogen, ja. Und dich dann langsam vom Sitz gleiten lässt in Richtung Ausgang, ja? Ja. Dann trifft die Handbremse deine Pobacke. Bei meiner Pobacke fällt es nicht so auf. Das ist der einzige Haken, den ich gemerkt habe. Ja. Das habe ich dann einmal gemerkt, weil ich habe ja alle 12 Stück angemacht oder 11 Stück, die hier standen, habe das dann gemerkt. Du bist, wie groß bist du? Ich bin 1,85. 1,85. Sitzposition ist gut? Ist sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist ein Fahrzeug, damit fährt zum Beispiel Amazon fährt damit die ganzen Pakete aus, genau. Rein, raus, den genau. Ganzen Tag. Die müssen funktionieren, oder? Die müssen laufen, genau. So, den gibt es als Schaltgetriebe 6 Gang, das heißt genau. Also auch auf der Autobahn sehr leise. Ja, entspanntes, ruhiges Fahren, das ist... So, das ganz Besondere ist, ihr habt von Pioneer ein Update gemacht, da ist praktisch ein Head-Up-Display ab Werk. Genau, das Head-Up-Display ist ab Werk verbaut, wir können den Spiegel einmal hochklappen, hier unten kommt die Kamera raus, zeigt mir dann genau in Fahrtrichtung, ich brauche das Cockpit nicht mehr besichtigen, sondern nur in Fahrtrichtung sehe ich Geschwindigkeiten, die Schilderzeichenerkennung. Über das Navigationssystem wird auch die Fahrtrichtung angezeigt, wann ich abbiegen muss. Wenn du mal so nett bist, das Fahrzeug mal startest. Oh, ist da mal Schlüssel drin? Ja, ja, ich habe bei jedem einen reingesteckt. Das war, je nachdem, wo wir reinkommen. Das Pioneer-Navi ist richtig gut, also gerade für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Die Besonderheit ist, wir sind unter 3,5 Tonnen. Das heißt also auch der Sohn, die Schwester, der Bruder, alle können genau. Das nutzen. Jeder, der einen Pkw-Führerschein hat, kann fahren. Habt ihr schon mal Familien, die sich das ein bisschen austauschen untereinander, dass sie ein Reisemobil für die ganze Family haben? Ja, das haben wir. Da haben wir mehrere Kunden von, ja. So. Du würdest aber auch sagen, das hier ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug? Es ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug, ja. So, ein Navigationssystem ist mit drin. Das passt natürlich, die werden immer größer, habe ich das Gefühl. Also am Anfang waren sie ja... Ja, auch vom Display her, es wird größer. Es wird von der Oberfläche angenehmer. Die Sonneneinstrahlung kommt jetzt nicht mehr so als Verspiegelung, wie es vorher gewesen ist. Das passt schon. Sag mal eine Frage, der Motor läuft gerade. Der Motor läuft, ja. Ich habe anfangs ja gesagt, die sind so leise geworden. Jetzt ist aber die Tür noch offen. Die Tür ist auf. Das ist ja stark, oder? Das ist schon PKW. Das Geräusch, ja. Ist PKW-Feeling. Man merkt es auch beim Fahren. Bei den älteren Generationen habe ich es oft, wenn ich bei 120 gefahren bin und habe mich mit meiner Frau unterhalten, ja. Dann musste ich schon lauter sprechen. Das ist ja gar nicht. Und jetzt durch die letzten Generationen ist es wirklich so, ich kann mich normal unterhalten wie im PKW auch. Ja, wenn du mal gerade ein kleines bisschen, ich habe sie eben schon warm gemacht, mal so auf 1500 Umdrehung gehst, also ist wirklich extrem gedämmt, oder? Genau, ich bin jetzt bei 1800 Umdrehungen. Ganz ruhig. Genau. Und die Tür ist noch offen. Und ja. Die Tür ist noch offen. So, dann mach nochmal aus, bitte. Multifunktionslenkrad, glaube ich, muss man schon erwähnen, denn viele hatten keine in der Vergangenheit. Hier kann ich die wichtigsten Sachen steuern. Genau. Durch dieses Multifunktionslenkrad inklusive Lederbezug kann ich halt das Radio bedienen mit Lautstärke, laut, leise. Wenn ich zum spontan mich unterhalten will und es ist irgendwas mit den hinteren Leuten, kann ich auf den Knopf drücken, dass die Lautstärke raus ist. Mhm. Wenn ich ein Telefongespräch bekomme, dass meine Oma zum Beispiel anruft, Kaffeewasser ist angebrannt, dann kann ich hier das Gespräch sofort annehmen, auflegen, alles. Ihr habt ein Richtmikrofon mit drin, das habt ihr, ich sag mal, ganz wichtig, denn es gibt viele Freisprechrichtungen, die nutzt du gar nicht, weil sie nicht gut funktionieren. Bei Pioneer ist das anders. Bei Pioneer ist es halt so, dass wir ein externes Mikrofon haben, immer in Sprachrichtung, weil der Fahrer guckt ja nach vorne und die Stimme geht auch nach vorne. Viele Geräte haben es, die haben das Mikrofon hier unten irgendwo im Gerät mit verteilt und ich müsste zum Sprechen, dass der Gegenüber das deutlich hört,
mich zum Radio hinwenden. Ne? Bei diesen Fahrzeugen hast du auch die Originalfahrer-Airbags natürlich, weil wir haben ja den Original-Kastenwagen. Genau. Thema Sicherheit und Kastenwagen. Ich will jetzt nicht schlecht für die Teilintegrierten sprechen, aber du hast einen, ich sag mal, Crash-getesteten PKW in der Außenhülle. Das ist nochmal ein Stück weit sicherer. Das ist es. Vom Crash-Testverhalten ist es halt wie ein PKW, weil die Karosse so vom Hersteller gekommen ist, wo nichts mehr dran verändert wurde. Ne? Ja, Besonderheit hier im Möbelbau, der berührt nicht die Decke. Das bedeutet also, hier ist der Möbelbau nicht strukturell notwendig. Wir werden es gleich sehen an der Dusche. Da ist ein Schaumstoffkeilelement dazwischen, damit man das, ich sag mal, auch mal sieht. Da werden wir gleich mal nachgucken. Aber vielleicht mal so Kleinigkeiten. Die Verdunklungssysteme sind integriert von Remi natürlich. Genau. Die richtig tollen. Wir müssen einmal das Head-Up-Display wieder etwas runterfahren. Können mit zwei Fingern das System zusammenziehen bis zur Mitte. Und von der gegenüberliegenden Stelle dann natürlich auch. So, und dann hat man binnen Sekunden verdunkelt. Genau. Aber wir werden euch gleich zeigen, wenn ihr in der Stadt steht, dann mein Tipp ist nicht zumachen, sondern hinten die Dusche einfach schließen. Genau. Weil da natürlich jeder sieht, da schläft jetzt einer drin. Genau. Die Neugierde wirkt halt immer erst geweckt, wenn ich alles verdunkelt habe. Ne? Ja, das ist so. Und dadurch habe ich natürlich hier was Besonderes. Das werden wir gleich mal sehen. Da ist nämlich, ich sag mal, ein Plexiglas-Element mit drin. Aber das hat einen, ich sag mal, einen Sichtschutz mit eingebaut. Da hat sich einer was überlegt. Denn ich sag mal, gerade viele Selbstausbauten haben vorne eine abgeschlossene Fahrerkabine, dass man nicht von vorne nach hinten gucken kann. Gell? Genau, genau. So, das Polster flecht mich schon. Also es muss nicht immer Leder sein. Wie, wenn du mal beschreibst, wie sich das anfühlt. Dies ist halt jetzt das Active Rock Polster. Sehr, sehr angenehm. Man schwitzt nicht. Und vor allen Dingen ist es wasserabweisend. In den ersten paar Sekunden, wenn mir was umfällt, kann ich es danach wieder schön abputzen. Es zieht nicht sofort ins Polster ein. Ne? Atmungsaktiv alles. Das ist automotiver Stoff. Das heißt, der kann dann auch mit dem Tornado professionell gereinigt werden. Ja. Kriegst du alles wieder raus, ja, oder? Ja. Das ist so. Dann Armauflagen auf beiden Seiten. Das genau. Haben alle. Die Armlehnen immer von der Höhe einstellbar. So wie wir es denn gerade haben möchten. Der eine hat es ein bisschen höher, der andere hat es ein bisschen tiefer. Haben wir unten ein Rädchen, wo ich dann drehen kann. So wie es für mich jetzt perfekt. Mhm. Komme am Urlaubsort an, will kurz nach hinten, klappe ich hoch und kann nach hinten durchgehen. Ne? So, ich guck mal gerade, was haben wir hier alles noch? Also Lautstärke kann ich einstellen. Elektrische Fensterheber sind natürlich mit drin. Elektrische Fensterheber, elektrische Spiegelverstellung, beheizte Spiegel. Alles, was das Herz begehrt. Genau. Der Motor selber, Leistung von dem Motor, weißt du die? 160 PS. 160 PS, das ist ordentlich, also für das 45. Wir haben auch welche mit 140 PS, haben wir auch. Je nachdem, wer was haben möchte, was es für Leistungsansprüche sind, möchte noch einen Anhänger mitnehmen oder nicht. Mhm. Das sind halt diese Beratungsgespräche, die wir dann halt auch suchen, um den Kunden zu erklären, was für ihn am besten ist. Es ist ein Hammer-Zugfahrzeug, muss man sagen. Ja. Mit dem Schaltgetriebe. Ich glaube, der darf sogar 3,5 Tonnen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei Tonnen. 2 Tonnen darf er ziehen. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Wohnwagen dahinter ziehe, also ja. Viele haben ja vorne, ich sag mal, da schlafen dann die Eltern drin, hinten schlafen die Kinder drin, ja. Holen sich so einen kleinen Wohnwagen. Das kommt auch schon mal vor. Kann ich eine Anhängerkupplung nachrüsten? Ja, selbstverständlich, ja. Okay. So, ich zeig's mal gerade. Dann Kühlschrank. Das ist ein sehr leiser Kompressor-Kühlschrank. Genau. Komm, ich steig mal kurz auf, dass wir das mal sehen. Das ist der Kompressor-Kühlschrank. In der Kochmulde verbaut hier. Haben wir den Vorteil, wir können von beiden Seiten an den Kühlschrank ran. Mhm. Bin zum Beispiel im Schlafbereich, möchte noch kurz was zu trinken holen oder Kleinigkeiten raus. Kann ich von hier zugreifen. Bin ich vorne im Sitzbereich und möchte meine Sachen haben, kann ich es von hier machen. Okay, das heißt, ich muss gar nicht ins Fahrzeug eintreten. Genau. Guck so um die Ecke rum, kann es rausnehmen. Ein Kochfeld, 2 Flammenkocher. Ich benutze selbst bei großen Fahrzeugen immer nur ein Kochfeld. Das ist so, ja. Ja, aber hier hast du gleich 2. Genau. Das ist der gleiche Gasanschluss wie die Heizung, oder? Genau. Okay. Das ist der gleiche Anschluss. So, der hat auch hier eine Piezo-Zündung mit drin. Richtig. Brauche ich also kein Feuerzeug mehr. Dann, es ist klein, aber fein. Ja. Und gerade beim 45er müssen sich die Hersteller echte Gedanken machen um jeden Millimeter, oder? Das stimmt. Weil ich halt kleinen Raum habe, wo ich alles drin haben möchte, ne? So, also hier hast du Schränke. Mach mal bitte so einen Schrank auf, dass wir das mal sehen. Der ist angewinkelt. Wir haben jetzt eine Tasche mit den Unterlagen drin. Was ist da drin in der Tasche? Da sind die ganzen Bedienungsanleitungen, alles was zum Fahrzeug gehört, damit der Kunde sich das im Nachgang, nach der Einweisung nochmal durchlesen kann. Darf ich da mal reingucken? Nur mal als Beispiel, wenn jemand das noch nie gesehen hat. Drin, keine Gehaltschecks. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass so ein Fahrzeug aus vielen Einzelkomponenten besteht. Genau. Das ist ein Wasserfilter. Da ist ein Filtersystem eingebaut? Genau. Wir haben hier ein Wasserfiltersystem verbaut von Knaus, serienmäßig bei dem Modell.
Wir können den Wasserfilter einsetzen, wenn wir ihn nutzen möchten, oder ein Blindrohr dabei, wenn wir es mal nicht haben möchten, dass wir jederzeit Wasser haben. Ne? Okay. So, und da sind. Da sind halt die ganzen Bedienungsanleitungen über Tedford, über die Toilette. Okay, also all das, was serienmäßig bei dem Originalzubehör dabei war, ist da in dieser Tasche. Genau. Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug kriege, ihr habt ja eine Vermietflotte, wo man ähnliche Fahrzeuge auch mal mieten kann. Ja. Wenn einer sagt, hier 45, 6 Meter. Also ich warne immer davor, die Fahrzeuge zu lang zu kaufen. Also ich habe ja jetzt ein neues Fahrzeug, nur 8,60 Meter. Vorher hatte ich 9,40 Meter. Ich stand tatsächlich in Italien auf dem Campingplatz Press. Mhm. Da hätte ich mit dem 49er nicht mehr drauf gepasst. Ja. Also du sagst, so, ich sag mal, es muss nicht immer ganz lang sein. Das ist gar nicht so entscheidend. Oder? Das stimmt. Ich komme, wie gesagt, mit einem 45 überall hin. Kastenwagenvorteil ist absolut, ich darf sogar auf den Seitenstreifen parken, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, wo ich mit einem normalen Reisemobil nicht stehen kann, weil ich über diese 2-Meter-Grenze komme. Parkplatzfindung überall gegeben mit dem Fahrzeug. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ein Spülfeld hat er auch. Genau. Ihr habt aber schöne Deko. Ja, ne? Die ist hier in Niedersachsen, da will man es wohnlich. So, hier haben wir das Spülbecken. So, und mit dem schwenkbaren Wasserhahn, je nachdem, was wir damit machen möchten. Abdeckplatte, dass wir gleichzeitig die Ablagefläche noch mal haben. Das heißt, wenn wir noch mal einen Obstkorb haben oder die 2 Gläser. Oder hier könnte man die Kaffeemaschine hinstellen, so eine kleine, genau. Pixie von Espresso. Würde passen. Stromversorgung haben wir sofort oben drüber. So, jetzt wird alles passen. Kommen wir mal zu dem Punkt, den ich eben erzählt habe. Das ist diese Dusche, die du auch als Sichtschutz verwenden kannst. Wenn du das mal gerade schließt, bitte. So, damit hat man es schon fast ganz geschlossen. Und jetzt kann ich nicht mehr von vorn nach hinten durchgucken. Genau. Könnte jetzt hier schlafen, hinten wäre dunkel und habe direkt einen Sichtschutz. Wenn ich mal auf Toilette gehe, kann ich auf Toilette gehen, ohne dass ich vorn verdunkeln muss. Richtig. Also Thema ist ja, ich stehe frei, viele stehen ja frei, muss man sagen. Also stellen sich mitten in die Städte rein, weil im Regelfall passiert nichts. Ich war in Freiburg, habe vor dem Knast geparkt. Da war ich sicher, da passiert nichts. Ja. Da war der Pförtner da. Aber ist das Thema Städtereisen für viele auch ein Thema? Ja, Städtereisen, spontane Kurztrips übers Wochenende. Ist schon gefragt. Und da kommt immer wieder der Kastenwagen ins Spiel. Ne? Der steht vor der Tür. Der ist, kann ich den beheizen? Das heißt, also kann ich hier der Heizung zum Beispiel sagen, bleib auf 6 Grad? Oder was ist dein Tipp? So, ich sag mal, ein ganz kleines Heizgerät reinstellen, dass er über 0 ist? Oder? Ja, dadurch, dass wir die Heizung ja auf Gas haben, ja, auf 5, 6 Grad stellen. Ich habe ihn immer schön temperiert, ist nicht gefroren. Ich kann spontan damit losfahren, wenn ich morgens zur Arbeit will zum Beispiel. Mhm. Keine Scheiben kratzen und nichts. Ja, du hast einen Kleiderschrank. Guck mal. Ist das so? Ja. Der ist zwar klein, aber fein. Klein, aber fein. Ich kann was hinhängen. T-Shirts, Hemden. Genau. Wenn du das anziehen möchtest. Das ist das Bussystem, das gibt es an mehreren Stellen. Genau, das ist ja das, was wir hinten für die Lampen schon hatten. Ist hier auch gleichzeitig wieder besetzt worden. So, die Dusche, die muss man ein bisschen erklären. Denn da ist jetzt ein kleines Brett mit drin. Und das Brett zum Duschen wird es rausgenommen? Genau. Jetzt stehe ich auf dem Laufboden, wenn wir die Dusche nicht nutzen. Dass wir nicht immer auf die Duschtasse hin und her laufen müssen. Das können wir rausnehmen zum Duschen. Dann kann ich beide Halbmonde halt schließen. Den auch. Und dann habe ich ein großes, große Duschfläche, sage ich jetzt. Ne? Wenn du die jetzt schließt, kannst du schon duschen, oder? Genau. So, jetzt gucke ich mal gerade. Das heißt, da vorne kannst du noch was schließen. Genau, ich habe von da hinten noch mal einen Vorhang, den ich hier schließen kann. Dass ich wirklich hier meine Nasszelle habe, wo von oben das Wasser kommt. Ich aber nicht Toilette, Waschbecken und Schränke alle nass mache. Du bist 1,85 Meter, hast die Schuhe an und die Platte ist noch drin. Genau. Das heißt, also hier kann man auch mit 1 Meter, ich sag mal, etwas größer noch duschen. Ja, 1,90 Meter duschen ist überhaupt nicht das Problem. Das ist ja halt im Kastenwagen, ich bin sehr flexibel. Das ist es. So, jetzt, wenn du mal gerade ganz zumachst, ich guck mal gerade, dass wir das jetzt irgendwie abgebildet kriegen, denn dahinter befindet jetzt sich nämlich die Toilette. Das heißt, jetzt wird's eng. Doppelt duschen geht nicht, ja, aber wir kriegen das hin. Ah. So, und jetzt kannst du dich mal auf die Dusche, aufs Klo mal setzen. So. So, jetzt aber muckelig, oder? Jetzt ist aber muckelig mit uns beiden. So, jetzt sind wir beide jetzt in der Dusche drin, aber was ich zeigen wollte, 2 Menschen können in der Dusche und auf der Toilette und die Beinfreiheit auf dem Klo, das ist gerade für große Personen eine Katastrophe. Die Sitzhöhe ist so hoch, dass du nicht in ein tiefes Loch fällst, was gerade Leute, die etwas schlechter zu Fuß sind, du kennst das? Das kenne ich. Habe ich von Kunden schon öfter gehört. Das ist da. Ist da noch ein Schrank auf der Seite? Guck mal, wir haben hier nochmal einen Schrank. Okay. Wo wir ein bisschen Kleinkram verstauen können, wie Deo-Roller, Seife,
was man halt so im Urlaub trotzdem noch mitnimmt. Ne? Das ist ja sensationell. Du hast eine dedizierte Dusche. Das bedeutet, du musst nicht jedes Mal das Duschding rausfummeln, sondern das ist ja stark. Und das ist der Schrank. Des Weiteren haben wir hier nochmal, können wir die Scheibe sofort zumachen, dass wir nicht rausgucken, dass es abgedichtet ist nach draußen. Über so einen Pushlock, oder? Genau. Okay, hier vorne ist ein Handtuchhalter mit drin. Lichttaste natürlich ohne Ende. Und genau. Das hier, das ist der, ich sag mal, der Vorhang, den ziehst du zu, wenn du jetzt duschst und machst das komplett zu. Okay, verstanden. Also eine vollwertige Dusche, vollwertiges Bad. Ja. Katzenwäsche ist natürlich, man duscht hier anders drin. Also man duscht nicht den Tank leer, oder? Nein, das ist so. Okay, so, ich fummel mich mal gerade noch mal raus. Warte, dass wir das haben. Ich bin draußen. Also es ist ein echtes Zwei-Personen-Fahrzeug. Aber das Schöne ist, wenn ich mal aufs Klo mal gehen möchte, kann ich das ganz alleine machen. Genau. Das heißt, also der andere sieht nicht auf meine Fäkalien oder irgendwas. Es gibt ja immer noch Leute, die haben Schamgefühl. Das ist so. Aber da habe ich meinen eigenen Intimbereich. Gott. Nicht außen vor. Da vorne ist so eine Abluft. Also gut, man ist sehr eng hier, das muss man schon sagen. Also ja. Das sollten die Leute auch vorher wissen. Deswegen dein Tipp ist mieten. Genau, mieten, damit ich einmal die räumliche Größe sehe und kennenlerne. Ne? Gut. Kannst du mal gerade die Schuhe ausziehen, bitte? Ich zeig das mal gerade. Das haben wir jetzt nicht geplant. Ich würde dich mal bitten, dass du mal ganz kurz hinten aufs Bett mal raufsteigst. Ach so. Ja, weil die Leute, das sind ja neue Fahrzeuge. Und dass wir das mal zeigen, 1,85 Meter, das war das, was du eben sagtest. Die Kissen sind dabei eigentlich? Die Kissen sind beim Paket dabei. Und ich habe jetzt mit 1,85 hier oben meinen Platz noch und die Füße. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, wer liegt die ganze Nacht so gerade? Kannst du dich mal hinlegen, wie du liegst normal? Ich liege immer so. Du auch? Genau. Eine Hand um das Kopfkissen. Wenn ich dann meine Beine sehe, sind noch 20 cm, habe ich da noch. Ne? So, jetzt hast du weder auf der Seite noch auf der anderen Seite Fenster. Das ist sehr praktisch. Also genau. Das langt, wenn es hinten ist, oder? Genau. Ich kann rausgucken nach hier, kann belüften alles. Stoß hier aber nicht mit dem Kopf in die Gardinen, in die Verdunklung. Auch nicht mit den Füßen. Kann die Fenster natürlich bekommen, was kein Problem ist. Wenn das jemand haben möchte. Das kann man auch nachrüsten sogar. Ja, das kann man auch nachrüsten. So, da kann man das reinmachen. Aber das ist an der Seite beim 45er wirklich nicht nötig, weil du hast ja hinten, nein, du hast einen Notausgang hinten. Da gibt es einen Griff, da kannst du reingreifen, da kann man die Tür von innen aufmachen. Richtig? Genau, genau. So. Man kann bei dem Fahrzeug das Fahrzeug richtig verrammeln. Das heißt, es gibt so viel Zubehör, dass du die vorderen Türen nicht mehr öffnen kannst. Genau. Könnt ihr das einbauen bei euch? Ja. So Prickstop und wie sie alle heißen? Genau, genau. Die ganzen Diebstahlsicherungen, alles was es gibt, kann man alles nachrüsten. Zusatzschlösser gehen auch? Ja. Geht, wenn man das haben möchte. Also wenn jemand sagt, okay, ich will nicht die Original, also ich habe da wenig Vertrauen zum Original, weil es ist ja doch das meist aufgebrochene Auto, muss man auch sagen. Und ihr könnt das richtig schön, ich sag mal so machen, dass man zum Beispiel die Türen vorne nicht mehr aufkriegt, dass man hinten, Alarmanlage geht auch? Alarmanlage geht, wie gesagt, wir können alarmtechnisch hier alles vorbereiten, verbauen, die Türen, dass ich sie so nicht mehr aufkriege. Ich muss schon dann richtig mit schwerem Werkzeug kommen, um die Sachen aufzubrechen. Ja. Okay. So, hier sind wir. 60 Jahre Knaus. Du ziehst dir bitte nochmal die Schuhe an, dann gehen wir raus. Ich filme dich dabei nicht. Und das Ganze haben wir insgesamt 14 Mal da. Das hier ist ein Beispiel. Die sind alle ein bisschen anders ausgestattet. Habt ihr die alle schon im Netz eigentlich? 10 Stück sind drin. 10 Stück sind drin, 67.390 Euro. Das hier ist 2,2 Liter, 165 PS, sogar 5 PS mehr. Ja. 3,5 Tonnen Zuladung, ich guck mal ganz kurz. Dürften, kurz mal schauen. Zuladung steht nicht drauf, weil die Gewichte immer variabel sind, je nach Ausstattungsbereich. Wir sind aber hier über 2,8, 2,9 Tonnen Basisfahrzeug und haben noch reichlich Zuladung. Ne? Da ist der Fahrer schon mit drin in dem Gewicht, ja, oder? Genau. Genau. Fahrertank ist schon ein bisschen drin. Da sind 20 Liter Frischwasser gerechnet. Der Fahrer, das wäre jetzt ich nicht, weil der wird nur mit 75 Kilo gerechnet. Da bin ich leider raus. Du hast 76. Ja, 76 auf dem einen Bein, ja. So. Fliegenschutz, ganz wichtig. Zeig mal. Ganz wichtig für die komplette Tür. Kannst du zumachen, sodass du am See mal stehen kannst, wo die Mücken sind. Genau. Und kannst trotzdem lüften. So, was alles geht. Man kann eine Klimaanlage einbauen. Man kann, also es geht wirklich viel, aber wir sind auf 5,40 Meter. Irgendwann ist das Dach dann voll, oder? Ja, wir müssen halt gucken bei 5,40 Meter, was können wir alle. Technisch ist alles möglich. Wir müssen natürlich die Bedürfnisse vom Kunden dann wieder betrachten. Will der wieder seine Lithium haben? Will der die Klimaanlage haben? Was möchte er noch alles haben? Um auch mit dem Gewicht nachher klarzukommen.
Solar ist natürlich unglaublich gern gewünscht, oder? Solar und die Lithiumbatterie ist schon mehr gefragt wie die Klimaanlage. So, hier haben wir einen 64.990 Euro. Alle ein bisschen anders von der Ausstattung, die da sind. Genau. Teilweise haben wir andere Polster. Hier ist jetzt zum Beispiel die Serienbepolsterung drin. Auch schick. Nicht das Active Rock. So, aber innen drin, was wir gesehen haben, war alle gleich, oder? Genau, hier haben wir jetzt allerdings das Festbad mit der Holztür und nicht die Raumdusche. So, sollen wir das mal kurz zeigen? Ja, klar. Es gibt wie viel verschiedene Bäder gibt es denn insgesamt bei dem? Zwei verschiedene Bäder. Also das und das andere? Genau. Okay. Warte, ich gehe mal kurz rein. Also das ist, wie wir es kennen, oder? Das ist das Typische, genau. Und hier sitze ich natürlich jetzt in Fahrtrichtung auf Toilette, habe auch meine Beinfreiheit. Dusche ist auch da. Dusche haben wir bei dem auch über einen Vorhang. Okay. Kann ich um mich drum zuziehen. Ja, ist auch gut, oder? Habe hier auch noch ein bisschen Platzmöglichkeiten für Kleinigkeiten. Also, wenn ich das alles sehen möchte, ihr habt die ja hier vorrätig, man kann sich die angucken. Öffnungszeiten bei euch? Haben wir von 8 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr und am Sonntag haben wir auch Schautag von 10 bis 16 Uhr, wo man sich die Fahrzeuge dann wenigstens von innen angucken kann. So, ist da jemand da, der die praktisch aufmacht, der berät aber nicht? Genau, Frau Moll ist hier vor Ort, hat alle Schlüssel, kann die Fahrzeuge aufschließen, macht aber keine technische Beratung von den Fahrzeugen, auch keine Preisgespräche, nichts. Die kann halt nur sagen, wo welches Fahrzeug steht und kann die aufschließen. So, kein Verkaufen, keine Beratung. Genau. Das ist so, aufmachen können Sie. Das System, glaube ich, dass der Kunde fragen muss, halte ich für sehr sinnvoll, weil das sind ja alles Fahrzeuge, die später an Kunden verkauft werden. Genau. Und wenn da einer jetzt reingeht, man kennt das oft, da fehlt da was abgebrochen und so. Da wollt ihr ein bisschen auch, ich sag mal, nicht nur beraten, sondern auch teilweise die Fahrzeuge, weil das Fahrzeug kriegt ja später jemand. Genau. Das ist halt auch ein Fokus. Unser Fokus liegt halt darauf, dass wir vernünftig beraten wollen, aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, wenn Fahrzeuge alle auf sind, irgendwo wird eine Macke reingekloppt, es verschwinden Teile, weil einer aus Versehen irgendwo in einen Griff kommt, bricht das ab, sagt dann nichts, weil er sich schämt oder sowas. Das können wir dadurch halt alles vermeiden. Ne? Ist sie dabei, die Tasche? Ja, die ist dabei. Sehr goldig. Das war übrigens das meistgeklaute Zubehör auf dem Caravan-Salon. Sehr schön. So. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Also 64.990, alle ein bisschen anders. Das Bad wäre jetzt auch für mich gut, muss ich sagen. Genau. Also der eine so, der andere so. Aufstelldach, das bedeutet, ich habe oben noch mal ein Schlafdach, oder wie, genau, wie ist das? Ich habe oben noch mal zwei komplette Betten, dass ich, wenn ich mit vier Personen fahre, oben auch zwei schlafen lassen kann. Toll, also da bitte nach Fragen, gerade Familien. Dann habe ich natürlich ein Sommerfahrzeug. Ja. Im Winter ist das nicht so toll, oder? Im Winter ist es oben ein bisschen frisch. Okay. Aber das Schöne beim Aufstelldach ist es halt auch, ich habe oben mehrere Fenster, die ich aufmachen kann. Und ich habe von einem Kunden gehört, der stand in St. Peter-Ording, schön am Strand. Vor ihm war ein großer Wall. Er hat dann oben geschlafen, bei schönen Temperaturen, hat oben rundherum zu alles offen gemacht und konnte natürlich schön aufs Meer gucken. Ne? Sehr schön. Dein Name? Mein Name ist Uwe. Uwe, so, ja. Ihr habt ein ganzes Team, viele Leute, die sich darum kümmern, ihr seid roundabout 50 Leute. Genau. So, und das Ganze ist in Niedersachsen, aber hart an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ja. Ist hart an der Grenze, ja. Ja, so, das heißt, ihr seid ganz in der Nähe von Osnabrück, genau. Habt eine eigene Autobahn, die extra für euch gebaut wurde, die? Ja, die Autobahn ist nicht für uns gebaut worden, aber auf jeder Seite vom Grundstück haben wir eine eigene Abfahrt. Echt? Ja. Das ist krass, oder? Also es fühlt sich so an, als hättet ihr eine eigene Autobahn. Es gibt eine neue Autobahn, ja, die, glaube ich, 3 Jahre alt ist und die sensationell ist. Die fährt sich wie praktisch Autopilot. Genau, die 33. Die 33. Die fährt von Bielefeld hier runter, oder? Genau. Das ist die. So, wenn wir da sind. Kunden habt ihr aus ganz Deutschland, muss man sagen. Ja. Die kommen gerne her. Nicht nur aus Deutschland. Wir haben jetzt wieder welche aus der Schweiz hier gehabt, die angereist sind. Wir haben viele auch aus Norwegen, Holland ist natürlich von hier auch nicht sehr weit weg, kommen auch noch einige. Also ist alles durchwachsen hier mit Kundschaft. So, wir haben eben gesehen 64.000, hier haben wir einen für 74. Mal gucken, was der kann. Watergel-Auflage. Der hat zum Beispiel jetzt das Aufstelldach oben nochmal zusätzlich. Ah, war das Problem. Du bist ja fit. Ich bin fit. Eröffnet mir mal kurz. Durch, weil die vorhin beim Aufschließen nur vorne aufgemacht hat. Ja, und das ist Aufstelldach. Genau, da haben wir das Aufstelldach. Ich gehe mal gerade rein. Gerne. Mal optisch die Deko gerade noch mal richten. Wegen dem Ambiente. So, dann haben wir hier
die Verschlüsse, um das Dach zu öffnen. Ein Verschluss offen. Sicherheitsverschlüsse. Genau, das sind die normalen Verschlüsse, die ich schließen muss. Und hier sind die Sicherheitsverschlüsse, die Gurte. Wenn das Ausstelldach siehst du von außen gar nicht. Das ist ja krass. Nee. Da muss man schon darauf achten, wenn man von vorne guckt, ob man dieses weiße Dach sieht. Man muss sich damit beschäftigen. Weil du nämlich das erwähnt hast, gedacht, ob der Uwe da recht hat mit den Ausstelldächern, aber die sind so gut integriert, die siehst du nicht. Genau, genau. Das ist ja stark. Also allein das Dach kostet schon, ich glaube, 6.000 oder 7.000 Euro mehr. Einmal gehakt. Da auch nochmal gehakt. So, und auf geht's. So, ich nehme an, die Gasdrucktemper jetzt ein bisschen schwer bei minus 3 Grad. Genau. Aber geht. So, ich halte mal kurz rein. Können wir das mal zeigen? Die Leiter ist dabei. Die Leiter ist dabei. So, jetzt können wirklich 2 plus 2 können schlafen. Genau. Ne? Hinten das Bett, was wir vorhin schon hatten, was ich dann getestet habe. Und hier oben hast du nochmal die konsolidierte Fläche nochmal. Ne? Du hast mir erzählt, das ist noch leiser. Also mit dem Dach oben drauf sind die Windgeräusche und so weiter gegen null. Genau, weil ich ja noch mal eine zusätzliche Isolierschicht habe, auch von der Akustik. Ne? So, auch das Bett hier oben ist richtig toll. Ich habe mit deinem Kollegen Leo, habe ich schon ganz viele Videos gedreht, da haben wir das Aufstelldach mal gezeigt. Das ist wirklich großes Kino. Sollen wir uns mal gerade mal von außen angucken? Das können wir machen. Das wird das mal sehen. Also wenn ihr bitte losfahrt, prüft bitte, ob das Dach zu ist. Ist zwar noch nie passiert, aber... Es soll Leute geben, die gesagt haben, ich parke mal kurz das Auto oben auf dem Campingplatz. Genau. Und das ist jetzt ein gutes Stück höher. Jetzt ist es ein bisschen höher, genau. Ja, aber du siehst es kaum. Also das heißt, das ist diese Lippe, die... Bei dem haben wir das geschlossene Dach, bei dem haben wir das geöffnete Dach. Und wenn wir etwas rüberschwenken nach dort hinten, die nächsten weißen, die haben zum Beispiel keinen Aufschlag. Ah, jetzt sehe ich es. Hier vorne, das ist das Kunststoffelement, was dazukommt. Genau. Insgesamt die Höhe wird nur ein bisschen höher, oder? Genau. Das sind 8 cm. 8 cm, aber ich sehe schon, was ziemlich cool ist. Trotz Aufstelldach habt ihr vorne noch ein Heki drin. Das heißt, also man kann das öffnen, ein Hebekippfenster. Genau. So, wir sind bei Fehregge und Wels. Ich zeige es mal gerade. Ein Händler, den ich auf dem Morelo Open kennengelernt habe, den Matthias Wels. Du warst auch auf dem Morelo Open? Ja, selbstverständlich. So, und ihr habt vom ganz kleinen, günstigen Fahrzeug, vom Wohnwagen bis zum 500.000-Liner, deckt ihr alles ab, oder? Genau, wir haben vom Hobby Beachy über den Tab, den 320, wo wir dann unter 15.000 sind, bis hin zu den großen Morelos, 800.000, 850.000, alles vor Ort. Ja, das Ganze hat mal klein angefangen, 1980. Zwei Personen haben es gegründet. Genau. Ja, und mittlerweile so ein Riesenunternehmen. Du bist wie lange dabei? Ich bin jetzt 7 Jahre da. Warum bist du hier? Ja, samstags arbeitend. Ich war immer schon Camper. Mich hat die Szene begeistert. Ich habe was Neues gesucht. Und wie wir letztes Mal in unserem Video auch schon mal gesagt hatten, innerhalb von 2 Tagen, zack, war ich hier. Da ist es. Boxstar. Grau einmal. Die Farbe hast du im Kopf, das Grau? Camporolo Grau. Wow, ich finde das toll. Aber das ist eine tolle Trendfarbe und weiß. Folieren ist kein Thema. Das heißt, man kann die bei euch abgeben, dann könnt ihr die ein bisschen veredeln. Das können wir machen. Haben wir auch noch vor, ein paar Sondermodelle zu machen. Ja. Wird man dann auf der ABF sehen in Hannover, werden wir die Fahrzeuge vorstellen, unser eigenes Optikpaket zu bauen. Aber was ist die ABF? Nee. ABF ist die Messe in Hannover. Startet Anfang Februar, da haben wir einen eigenen Stand. Und präsentieren dann unsere eigenen Sondermodelle fürs folgende Jahr. So, heute am Samstag, den 19. November 2022, sofort lieferbar, ganz viele Boxstar. Und wenn ihr einen Gebrauchten habt, ja, scheut euch nicht, ja, und gebt ihnen eine Zahlung, denn ihr sucht händeringend Gebrauchte. Wir nehmen auch selbstverständlich und auch gerne Gebrauchte zurück, weil das momentan halt Mangelware ist, ne? Knaus und Weinsberg, glaube ich, der gleiche Konzern. Da drüben haben wir auch ganz tolle Modelle. Die haben wir auch schon gefilmt. Pepper und allen drum und dran. Genau. Aber Knaus hat sich wirklich gewandelt. Also die Qualität ist nicht mehr das, was vor 5 Jahren war, oder? Nein, das ist schon nach oben. Nach oben. So, Probefahren kein Problem. So, das Klapperverhalten, das kann man hier machen. Ja. Sollte man aber vorher anrufen, Termin vereinbaren? Da ist der Termin, die Terminaussprache wirklich von Vorteil. Und wenn der Kunde dann kommt und sagt, interessiert sich für das Fahrzeug, möchte den fahren, dann wissen wir es, dann nehmen wir den. Zum Fahren. So, Fehregge und Wels 05402 92990. Vielen Dank, Uwe, und auf geht's. Ja, fahren Sie zumindest mal Probe beim Boxstar. Tschüss, Uwe. Ciao. Ciao.